Kostke, neue BFSH-Klasse. Da ihr das Thema Ernährungspyramide im Unterricht bekommen werdet, werden wir euch die Grundlagen der Ernährungspyramide erklären. Die Ernährungspyramide ist wie eine Pyramide aufgebaut. An der Basis der Pyramide sind die Bevorzugten, an der Spitze die in geringere Menge zu verzehrenden Nahrungsmittel eingetragen. Die Ernährungspyramide hat die Farben Grün, Gelb und Rot, wie wir sie von einer Verkehrsampel her kennen. Damit soll gezeigt werden, dass das ideale Verhältnis der Lebensmittel begreiflich dargestellt wird. Grün steht in der Pyramide für reichlich verwenden. Getränke, Gemüse, Obst, Brot, Kartoffeln und Nudeln dürfen wir reichlich essen. Am gesündesten wirken sie, wenn sie ohne viel Fett zubereitet werden. Gelb steht für mäßig verwenden. Tierische Lebensmittel sollten wir nicht übermäßig genießen. Dazu gehören Fleisch, Fisch, Eier und Milchprodukte. Zwar enthalten diese Lebensmittel viele wichtige Nährstoffe, aber auch viel energieungesättigte Fettsäuren. Rot bedeutet sparsam verwenden. Fett- und zuckerreiche Lebensmittel sollten nicht so häufig auf unserem Speiseplan stehen. Süßigkeiten sind natürlich lecker, aber sie enthalten auch viele Kalorien, die im Körper in Fett umgewandelt werden. Jetzt kommen wir zum Aufbau der Ernährungspyramide. Die Ernährungspyramide ist ein Modell für gesunde Ernährung, damit Menschen sich daran orientieren können. Es gibt 6 Segmente in der Ernährungspyramide. Je größer ein Feld in der Ernährungspyramide ist, desto höher sollte der Anteil dieser Lebensmittel am täglichen Speiseplan sein. Der unterste Segment besteht aus 6 Portionen und wird ungesüßte Getränke genannt. Bei diesem Segment wird von 250 ml pro Portion geredet. Wasser liefert zusätzliche Nährstoffe. Beispiele für ungesüßte Getränke wären Kaffee, Wasser, Apfelschorle, Früchtetee, Schwarztee und wieder Wasser. Das Segment von ungesüßten Getränken ist im grünen Bereich und ist somit reichlich zu verzehren. Über den ungesüßten Getränken kommt Obst und Gemüse. Obst und Gemüse enthält Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe, die für den Körper wichtig sind. Das Segment besteht aus 5 Portionen, 2 Portionen Obst und 3 Portionen Gemüse. Man soll mehr Gemüse zu sich nehmen, weil Obst Fruchtzucker enthält und wenn man zu viel von isst, kann es ungesund werden. Beispiele für Obst wäre Banane und Apfel. Beispiele für Gemüse wäre Gurkenscheiben, Tomate und Paprikastreifen. Das Segment von Obst und Gemüse ist im grünen Bereich und ist somit reichlich zu verzehren. Zunächst kommen Getreideprodukte, Kartoffeln, Reis und Nudeln. Getreideprodukte, Kartoffeln, Reis und Nudeln liefern Kohlenhydrate für die nötige Energie, die man zum Leben braucht. Es gibt in diesem Segment 4 Portionen. Beispiele für Getreideprodukte, Kartoffeln, Reis und Nudeln wären Pellkartoffeln, Reis, Brötchen und Vollkornnudeln. Das Segment von Getreideprodukte, Kartoffeln, Reis und Nudeln ist im grünen Bereich und ist somit reichlich zu verzehren. Nach den Getreideprodukten Kartoffeln, Reis und Nudeln kommt Milchprodukte, Fisch, Fleisch und Ei. Milchprodukte enthalten Eiweiß. Fisch, Fleisch und Ei enthalten tierische Proteine. Insgesamt gibt es 4 Portionen. 3 Portionen sind Milchprodukte und 1 Portion ist Fleisch, Fisch und Ei. Beispiele für Milchprodukte, Fisch, Fleisch und Ei wären Milch, Schnittkäse, Kräuterquark und Hühnerbrust. Das Segment von Milchprodukte, Fisch, Fleisch und Ei ist im gelben Bereich und ist somit mäßig zu verzehren. Jetzt kommt das Segment Fette und Öle. Fette und Öle geben deinem Körper zusätzliche Energie. Es gibt 2 Portionen. Beispiele für Fette und Öle wären Butter und Rapsöl. Das Segment Fette und Öle ist im roten Bereich und ist somit sparsam zu verzehren. Ganz oben an der Spitze kommen die Extras. Extras enthalten wenig Vitamine und Mineralstoffe und haben viele Kohlenhydrate. Es gibt nur 1 Portion in diesem Segment. Mit den Extras sind Knabbereien, Süßigkeiten und Fette gemeint. Beispiele für Extras wäre Chips. Das Segment Extra ist im roten Bereich und man sollte es sparsam verzehren. Jeder Baustein der Pyramide steht für 1 Portion und das Maß ist die eigene Hand. Das Ziel der Ernährungspyramide ist, dass der Mensch ausreichend versorgt wird mit Proteine, Kohlenhydrate, Fette, Vitamine und Mineralstoffe. Der Mensch soll sich gesund und ausgewogen ernähren. Viel Erfolg!